Ja, meine lieben Freunde, da sind wir auch wieder. Und da war eben nochmal eine kleine Rückblende. Leider ist The Witcher gerade nach meiner Erklärung, Gott sei Dank, abgeschmiert. Oder eher gesagt, Shadowplay mal wieder. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich habe es diesmal hingekriegt, ohne den PC neu zu starten. Ich hoffe mal, das war jetzt bloß so ein kleiner Anfangs. Na, wie sagt man, Anfangsfehler. Und. Ah, immerhin sind wir wieder, oder immerhin sind wir schon hier. Und. Ah, hier sind wir noch eine Unsichtbare. Das passt mir nicht. Naja, egal. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier lang zu gehen. Ohne dass das Spiel abkackt. Ich sehe gerade recht wenig. Lol, sag mal, Geralt. Mit dir möchte ich sprechen. Sprechen? Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Eramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Eramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Erzähl Schon mir gut, davon. Ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Ah, 70 Kapazität haben wir auch. Der Pferdepfeifer kennen wir. Über die Kunst des Manövrierens kennen wir auch. Trank der Leerung. Eidechsenfigur. Jagdfigur. Alter Wein. Das war's auch, wa? Kann ich dir auch ein bisschen Krempel verkaufen? Wir haben übrigens unseren ganzen Krempel verkauft und haben wieder gut Platz geschafft in unserem Inventar. Gut, das war's wohl bei ihm. Wiedersehen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Ja, Triss ist übrigens nach Kaer Morhen ausgewandert jetzt. Und wartet da bis zu unserem Eintreffen, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Könnte, sollte. Denn Skellige ist wahrscheinlich auch sehr groß, wenn wir dort ankommen. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell in Skellige ankommen werden. Wir haben ja immer noch einige Quests offen. Und kommt jetzt mal hier bald so ein Schnellreisepunkt. Das Spiel läuft auch gerade ein bisschen ruckelig, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Und es ist auch gerade sehr dunkel. Liegt wahrscheinlich daran, dass gerade zur Zeit der Zeitpunkt der Aufnahme draußen noch ziemlich es ist draußen ziemlich hell noch. Und ja, einige Sonnenstrahlen versuchen sich den Weg durch die Wolken zu bahnen. Aber schaffen es nicht ganz, aber es reicht aus, damit ich hier wirklich nicht viel erkenne am Bildschirm. So, genau, hier haben wir das verlassene Anwesen. Da haben wir mal ein bisschen rumgeschnögert beim letzten Mal. Da war nämlich ein Teil der verbesserten Katzenrüstung. Und zwar die Rüstung, glaube ich. Sollten wir auch noch herstellen.
ist um 2 Punkte besser als die verbesserte Greifrüstung. Also nichts Weltbewegendes, dass wir uns jetzt für den Arsch aufweisen müssten. Und hier haben wir ein Pentagramm. Ah! Haben wir mehrere Schlüssel. Das war hier oben nämlich auch noch. Ein Schalter, und wenn wir den betätigt haben, wird es dunkel. Das geht jetzt leider nicht mehr. Schade. Speichere ich mal und gucke, dass ich das Portal sehe. Und mal gucken, wo wir jetzt landen. Puh, hier stinkt's. Wir sehen recht wenig, also würde ich sagen, wir schlucken mal einen Trank. Weißer Honig, Katze, Waldkatze. Genau, Katze will ich schlucken. Ah, hier kann ich das Portal bestimmt wieder erzeugen. Ja. Das ist unser Rückweg, aber wir wollen erstmal... Hier weiter ein. Reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Ein Tyromant? Was ist denn ein Tyromant? Wir entzünden einfach mal die Feuer. Wir waren auch übrigens bei einem besoffenen Friseur, der hat uns die Anfangsfrisur gemacht. Obwohl wir was ganz anderes wollten. Aber ich hatte danach auch keine Lust jetzt. Lol. Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Okay, darunter können wir also nicht. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Alter. Labyrinth. Boah, wir verlieren ziemlich schnell Leben. Kann ich das auch anzünden einfach? Nein. Suchen wir hier eigentlich in einer Käsefabrik? Noch mehr Käse. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Hier nur Käse. Schon bin ich wieder oben. Ist denn da unten überhaupt was Besonderes? Die Tyromantierräume zu durchqueren. Nichts. Man kann sich auch nicht wirklich großartig umdrehen, das ist das Problem. Wenn man ja nicht lange an einem Ort verweilen kann. Oben ist auch nichts. Oh.
Das ist doch... Das ist jetzt äußerst merkwürdig. Hier ist ja nicht mal was. Durch Gefährten erkunde Ayaramas Zimmer, Kerge. Ja, hier ist aber nichts. Muss ich jetzt Fackeln anmachen, da wo es stinkt, oder... Es ist gut gereifter Käse, muss man ja mal sagen, wenn man schon den Atem stocken lässt. Auf der Karte ist ja auch nichts zu sehen. Ah, hier ist was. Interessant. Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Oh, Geralt, das hätte ich nicht gesagt. Gucken, wo wir jetzt landen. Übrigens habe ich auch den Grund für die langen Ladezeiten entdeckt. In Weißgarten lädt das nämlich viel schneller als in Novigrad und Velen. Liegt wahrscheinlich einfach daran, weil Velen auch viel größer ist als Novigrad. Also hat das nichts irgendwie, wie ich dachte, mit PC-Leistung oder so zu tun. Sondern leiden. Naja, doch, wahrscheinlich doch. Wird es oft damit zusammenhängen, dass die PC-Leistung nicht dem entspricht, was das Spiel irgendwie zu schnellen Ladezeiten bewegen soll. Aber naja. So, dann gucken wir mal. Wo wir hier landen, wo wir tauchen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwo... dass wir hier auch was Vernünftiges finden für diesen Aufwand. Aber naja. Und Geralt jetzt... Zieh dich doch da hoch. Nein, das geht nicht. Du darfst hier nicht aus dem Wasser steigen. Aber ich muss da aus dem Wasser steigen. Pilze. Brauchen wir eigentlich schon lange nicht mehr so eine Pilze. Davon haben wir genug. So viel, dass ich schon welche verkauft habe. Da hinten haben wir ein kleines Labor. Das gucken wir uns doch mal an. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Wer ist Lambert?
Wir brauchen Mikrophagenöl. Oh, Stufe 8. Naja, gut. Den haben wir damit auch platt gemacht. Bullenfigur. Buch von Amarenas. Lesen wir mal das Buch. Die Vision stabilisierte sich und ich sah, man höre und staune, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Wie Nebel das Pferd des Ersten, wie Schwefel das des Zweiten, schwarz wie der Abgrund das des Dritten, das des Vierten jedoch ein Pony. Und dann schaute ich einen klaren Springquell. Doch tranken die Prinzen nicht davon, denn dies war verboten. Darauf flog ein Paradiesvogel, rot und golden, über sie hinweg und erhellte den Ast eines Baums. Der Baum hatte Äste und Zweige, 1400 an der Zahl. Zehrt von der Quelle, sagte der Vogel, doch sie zeigten auf der Sonne blutigen Tränen und zehrten nicht. Da erschien eine reine Jungfrau, mit entblößten kleinen Brüsten, rot und fest wie reife Lindenbeeren. Dann hatte meine Nase sich an das Aroma gewöhnt und die Vision verging. Morgen werde ich versuchen, die reife Probe von Geno Mivort zu entsiegeln. Angeblich hat sie ein feines, tiefes Aroma mit leicht nussigem Nachhall. Nun, wir werden sehen. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es nutzen. Guck mal, was wir hier noch haben. Schützengambeso. Gehärtetes Schema Pionierhose. Ja, beides schlechter. Also nur Kanonenfutter sozusagen. Ah, ein weiteres Portal. Wo führt mich das denn bloß hin? Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Das Ding hat was mit Igni zu tun. Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Die kriegen wir doch nicht weg. Barriere deaktiviert. Alles klärchen. Schlangenfigur und Krone. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmental. Echt jetzt? Emmentaler? Eine Stahlwaffe. Der Emmentaler. Feuerschaden und Igni-Zeichenintensität. Jeden Zeichenintensität, kritische Chance auf Bluten und Bonuserfahrung bei Humanoiden. Aber ich glaube, da ist unseres doch wesentlich besser. Obwohl wir ja viel mit Igni arbeiten. Aber da wir jeden selten nutzen und auch nicht aufleveln, ist vielleicht jeden Bonuspunkte besser als Igni. Frische Luft, endlich. Tja, das war dann wohl diese Quest. Nur für ein Schwert. Und zwar den Emmental. Naja, dann hätten wir das auch erledigt. So, gehe nach Hamon suchen. Schwarze Perle. Rüstungsschmied. Besorge Fringilla Virgo für Soltan. Gewinnt fliegende Fäuste. Hohe Einsätze. Kabarett, leihe dir von Madame Irina ein Requisitenschwert.
Hier haben wir auch noch was in Novigrad. Wir machen erstmal das Kabarett. Und das hier ist auch in Novigrad. Also, wie gesagt, Kabarett. So. Und ich hoffe mal, dass die Katze auch bald aufhört. So, einmal ab nach Novigrad. Wo ist es? Hier oben. Zum Platz des Hyrarchen. Mal gucken, was das jetzt für eine Quest ist. Also ich weiß, Ritter Sporn will sich irgendwie Geld leihen von einer seiner Ex-Freundinnen. Ich weiß jetzt nicht wofür, aber er braucht Geld. Und wir sollen ihm dabei helfen. Oh, Katze wirkt immer noch. Für ganze 53 Sekunden noch. So, Schwalbe. Dann gucken wir mal, was sie uns dann zu bieten hat. Ah ne, sie gibt uns ja bloß das Visitenschwert. Alles gut, alles gut. Hey, sagt man Gold richtig? Baden müssen flink mit der Zunge sein. Das Navigationssystem zeigt uns, dass wir durch eine Wand laufen. Alles bestens. Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Wedel? Übrigens haben wir das Theaterstück aufgeführt, ja. Das gehört ja zu Rittersporns Mission dazu. Und Geralt hat in dem Theaterstück selber mitgespielt. Und auch so Vertrauen zu dem komischen Gnomen geschafft, zu dem Doppler. Den wir damit überzeugen sollten. Ah, wie schön, Schade, dich zu sehen. Das nicht mit aufgenommen wurde. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Gut, triff Rittersporn nach einem Ruf der Dunkel. Ja, es ist dunkel. Manometer. Gucken wir mal, dass wir Rittersporn dann mal bei seiner Freundin da treffen. Danach haben wir, glaube ich, nur noch den Hexerauftrag und die Fäuste Novigrad, die recht schwer sind. Aber die wollen wir natürlich beenden, bevor wir nach Skellige reisen. Ich hoffe, das schaffen wir. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Da hat er recht. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Ja. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell!
Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Los, Rittersporn! Ich meine Rote! Ich bin getroffen! Ins Haus! Rasch! Da kriegt ihr uns nicht! Ewiges Feuer! Was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg! Ich bin sicher! Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen! Nicht wahr? What? Was war denn das für eine Scheißmission? Ist ja echt zum Totlachen. Ich hätte mal von der Karte lesen sollen, wäre bestimmt lustiger gewesen. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Nein, ich such das Rosmarin. Was noch ein paar Schritte von uns entfernt ist. Ich hoffe mal, dass das Ende der Quest ist. Also... Wurden wir eben verfolgt? Gib uns einen Koffer. Ich habe leider keinen Koffer, tut mir leid. Ich habe nur Nilfgaardische Währung. Und die wird hier auch akzeptiert. Warum ruckelt das denn jetzt zwischendurch? Das finde ich ein bisschen doof. Ah. So, ab ins Rosmarin. Hi, Zoltan. Und wir setzen uns jetzt einfach hier hin und meditieren. Bis zum Morgen. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was steht denn zur Auswahl? Hm. Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Ich weiß nicht, was seine Lieblingsfarbe ist. Ich nehme Kabarett. Ihr seid beide Bühnenkünstler und Kabarett ist eine Form des Theaters. Das sollte sich im Interieur spiegeln. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Tja, und wo bleibt jetzt Rittersporn? Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was ja, immer die Leute reden. Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Rittersporn ein Rationalist? Eher nicht. Nee. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Hm. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde.
Ich hasse diesen Vogel. Sei gegrüßt.